Wir gestalten uns heute aus den Verpackungskartons von Action ein Flipbook. Hallo ihr lieben Bastelfreunde, ich bin die Petra von Kreativ im Leben und heute zeige ich euch, wie sie aus diesen Geschenkboxenkartons von Action ein hübsches kleines Flipbook gestalten könnt. So, als erstes sucht ihr euch aus diesen Vorlagen 4 Kartons, die euch gefallen. Trennt sie heraus, 4. Nehmen wir mal den da. Den da. Ich nehme es jetzt gleich so, wie es käme. Dann nehmt ihr euch eure Schneidemaschine und schneidet euch diese 2 raus. Das schneidet ihr ab, das auch, die aber aufheben. Einmal, wenn meine Schneidmaschine wieder mitspült, weil manchmal ist das ein bisschen komisch. Abschneiden. Okay. Na. Erst einmal die Längsseite. Dann ist schneller. Da muss man sich nicht rumärgern. Das brauchen wir nachher nochmal. Wie ihr seht, da habe ich jetzt die Längsseite nicht abgeschnitten. Da muss ich jetzt dann nochmal ein bisschen anlegen. Dasselbe mit den anderen zu. Da hat sich schon ein bisschen umgebogen, sehe ich gerade. Weggeräumen. Dann brauchen wir die wieder. Halt mal, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist der neue drunter, ja. Dann sortieren wir uns das und machen immer 2 zueinander. Sortieren wir die, die können dann so zusammen. Machen wir jetzt gleich richtig rum hin, dass wir keinen Durcheinander bekommen. Dann brauchen wir diese Streifen hier. Das wären unsere Verbinder. Da seht ihr hier unten ist dieser Knick. Den müssen wir rausschneiden. Der stört uns. Am besten nimmt sie diese da, diese Rechtecke, die da noch nicht. Die hier nicht. Dann schneidet sie jetzt bei jedem das Zeug da weg. Ich glaube 4 langer bestimmt. Ja, haben wir ja bloß 4, also lang 4. Ja. Ah, das ist der, den ich nicht vorher nicht abgeschnitten habe. Na, das sind dann diese da. Einmal kurz falten. Dann nehmt ihr sowas da, dreht es um, ihr könnt das Ding und dann kleben wir das hier. Erst einmal dran, 1. Weiß ich nicht, nehmen wir mal den Flicky-Klo. Ah ja, den muss ich erstmal schütteln. Mal keine Scheiß machen wieder. Na genau, so machen wir das, dann sehen wir,
wo wir gelebt haben. So. Schön an die Falzlinie dran. Genau. So, muss ich da schauen, dass wir das schön haben. Habe ich es nicht falsch rumgefalzen? Habe ich es jetzt falsch rumgefalzt? Fällt mir jetzt gerade auf. Jetzt müssen wir jetzt so nach innen und schauen, ob das dann auch schön am Rand ist. Und nicht ein bisschen berichtigen. Das geht noch. Also es zieht schon an. Nee. Gut. Dann legen wir das auf das dann da drauf. Ihr könnt auch das andere nehmen, damit es vielleicht farbiger ausschaut. Ja, ja, Anfängerfehler wieder. Wir vergessen wieder was. Ja. Und das ist wieder zu dick. Ja, ja. Ich mit meinem Tacky-Glue. Gott sei Dank wird er dann durchsichtig, man sieht es dann nicht so. Also nicht so viel verwenden. So, dann müsste es eigentlich halten. Dann nehmen wir das da. Genau, dann nehmen wir das nächste. Das kleben wir dann dort dran. Schauen, dass wir die richtige Seite da wischen. So, und dann kommt eigentlich das dann wieder da drauf. Aber bevor wir das draufkleben, müssen wir eben das da draufkleben. Und jetzt dasselbe. Ihr seht, habe ich in die falsche Richtung gebogen. So, dann. Dann kommt das da drauf und tun wir das ein bisschen. Das auch nicht vergessen. Aufpassen, dass das sich noch rühren kann. Genau. Dann geht es da weiter mit dem nächsten. Wie gehabt. Ihr könnt es auch mit dem Klebestreifen drauf machen, geht vielleicht einfacher. Genau, schauen, dass das ungefähr gleich ist. Genau. Dann nehmen wir dann umdrehen. So. Am besten macht es eben so, dass das immer farbig nach oben ist, dass ihr nicht so durcheinander kommt. Kann nämlich auch leicht passieren. Und dann klebt man es falsch hin. Bleibst du dumm. Ja, passt. Dann kommt das gleich drauf nochmal. Ich muss mir jetzt angewöhnen, dass ich da weniger drauf mache. Weil der hält schon ganz schön, dass man da an der Ecke nicht in die Bredouille kommt. Seht ihr, da habe ich um einen kleinen Millimeter, glaube ich, daneben geschnitten, so wie das ausschaut. Ja, ein bisschen. Ich glaube, da muss man ein bisschen händisch noch was abschneiden. Da habe ich ein bisschen zu viel übrig lassen. Dass das dann auch schön ist. Lass ich das mal trocknen und dann sehe ich schon. So, dann dasselbe Spaß nochmal mit der Seite. Am besten immer, bevor es richtig festgeht, nochmal kontrollieren, ob es passt. Ja, jetzt schaut es besser aus. So, da brauchen wir dann nichts mehr, weil wir machen jetzt bloß so ein kleines Flipbook. Man kann es aber jetzt unendlich weitermachen dann. Dann.
Schauen wir. Ist noch nicht ganz trocken. Dann probieren wir mal mit dem Falzen, ob es schon geht. Gut. Ein bisschen schief. Sehe ich gerade. Ah, da. Da muss ich was abschneiden. Gott sei Dank ist noch nicht ganz trocken. Also falls ihr es merkt beim Kleben, das geht da nicht ganz aus, dann ruhig einmal nachschneiden. Da geht's. So. Schauen wir, ob wir das einigermaßen gerade hingebekommen haben. Ja, da steht es ein bisschen über. Mal schauen, wie wir das hinbewegen. Da ist das eine, wo ein bisschen übersteht. So, das ist jetzt das kleine Flipbuch. Hier können Sie dann so ein Bändchen dran machen, dann hält das zusammen. Schaut dann genauso aus wie so ein Geschenkbox. Dann können Sie hier drin auch noch kleine Notizblätter reinmachen oder Fotos eben zum Verschenken. Und wie gesagt, man kann es halt immer weitermachen, je größer das Buch werden soll. Für so Kleinigkeiten, so als Geschenkhänger dann noch dran machen, so als Erinnerung. Kann ich mir gut vorstellen. Man kann jetzt schauen, welche Seite gefällt einem besser oder dann noch kleine Minitext dran machen. Geht alles. Das wäre jetzt mein kleines Flipbook. Ganz einfach gemacht aus diesen Geschenkbox-Kartonagen. Vielleicht habe ich euch eine Idee gegeben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wollt ihr mehr solche Tutorials sehen? Dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder bei mir einschaltet. Bis demnächst, eure Petra.